Viel Leben haben wir nicht mehr in uns. Kann ich da durchschießen? Nee. Oh Gott, krieg ich sie mal hin. Wenn die verdammte Tür hier nicht jedes Mal zugehen würde. Oh, da war gleich einer ums Eck anscheinend. Habe ich nicht gesehen. Haben wir aber, muss ich zugeben, auch nicht gerade einen Haxen ausgerissen, wie man so schön sagt. Wohl wissend, dass die Reanimationskammer gleich ums Eck ist. Natürlich, wenn man so blöd ist, wieder zurückzufinden, dann nutzt dann die ganze Reanimationskammer nichts. Wieso habe ich eigentlich das noch nicht abgesucht? So, jetzt. Immer alles schon ordentlich. So, da waren wir, oder? Okay. Aber warte mal. Da. Oh! Bist denn du? Unser harmloser. Das waren die ersten Roboter, die uns begegnet sind. Könnte ich mal aufladen. Da haben wir eine Batterie. Die nehmen wir wieder mit. Noch einer. Na. Ich glaube, für dich nehme ich den Degen. Den Laserdegen. Du gehst Jedi-Ritter-Style drauf. Noch einer. Ich freue mich jetzt nicht, den Laserdegen wieder rausfangen, nur wegen dir. Du stehst im Weg. Leichter Treffer, was soll das heißen? Leichter Treffer. Shit, wir haben keine Munition mehr. Zumindest bald nicht mehr. Glaubst du, dass die wieder respawnen? Oder könnte das sein? Ich such mal alles ab. Oh! Das ist ja. Schwächlinge. Ah, Hohlkern. Geschenk Gottes. Wir haben aber gleich wieder hier verbrauchen. Wir sind auch nicht sehr daran interessiert zu überleben. Das Selbsterhaltungstrieb dieser Roboter ist etwas dürftig ausgefallen. Schrotthaufen. Mensch, Licht gern. Ich seh nix. RF Grr Munimon. Munimon? Eigenartig. Was ist denn das? MM76 Magnum Gewehr. Oh. Schalt mal das Licht ein, Alter. Das gibt mir am Nerv. Ja, Magpuls. Was nehmen wir denn da? Beziehungsweise wir schmeißen mal weg. Hohlkern. Flechett. Strahler. Den Strahler wegschmeißen? Hm. Nee. Ja doch. Was tue ich mit dem Strahler? Ich habe ja noch den Laserdegen. Nein, ich hau den Laserdegen weg. Scheiß drauf auf den Laserdegen. Schauen wir mal, was das Magnetgewehr. Magnum-Patronen. Tja,
Verstehe, Magnum-Patronen. Von da haben wir auch genug. Verwenden wir mal das Sturmgewehr. Der Abwechslung halber. Aber nicht dafür, dann habe ich die Pistole. Okay, ich glaube, es sind keine Feinde mehr in der Umgebung. Splitter. Sehr gut, holen können. Entgiftung haben wir auch schon des Öfteren benutzt. Komisches Areal hier. Muss schon sagen. War da nicht irgendwo noch eine Kamera? Die Musik ist toll. Zur Abwechslung. Erstaunlich, dass ich das mal sagen werde. In dem Spiel jemals sagen werde, die Musik ist toll, hätte ich mir nicht zugetraut. Aber, hey, ist da was? Da oben ist ein Vorsprung. Oder ist nichts? Na gut, abgesucht hätten wir alles, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Darum gehen wir da lang. Übersehen habe ich sicher genug, aber solange ich mit meinem Gewissen im Reinen bin, würde ich sagen. Magnesium-Munition ist auch nicht gerade die Verheißung gegen diese Freunde da. Aber es geht gerade noch. Ist nicht so wie die... Da gab es die... diese 0G-Mutanten und die Schrotflinte, also das passt nicht. Ich glaube 20 Mal habe ich drauf gehalten. Absolut null Effekt. Das war der bisherige Tiefpunkt. Was ist denn das? Ah, ein Aufzug. Wo geht's denn dahin? Biozone Gamma bereits abgesprengt. Oje. Gut, dass er uns das gesagt hat, sonst dann wären wir ins Nirgendwo. Ja, ist schon jettisoned. Abgebrochener Hebel. Ah, das sagt meine Frau auch immer. Aber irgendwo wird es ja wohl noch einen intakten Hebel geben. Das hofft meine Frau auch immer. Aber bislang hat sie keine gefunden. Okay, zu meinem Glück. So, da ist immer noch zu, oder wie? Ja. Die Kamera da. Ich schieß mal mit der Pistole drauf, aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Sicher. Fehlanzeige. Gehen wir mal da lang. Es ist nicht gerade systematisch, was wir jetzt machen, aber... gerade da rum. Ah, da ist Alpha. Und der Hebel ist auch bereits abgebrochen. Scheiße. Mensch, wieso bricht hier alles ab? Was sagt's uns gleich? Nee, der geht sogar, oder wie? Da können wir zur B1 fahren. Wie gibt's das? Sollte das nicht abgesprengt sein? Ich speichere lieber mal. Obwohl, ich glaube, es ist besser, ich durchsuche mal die anderen Sachen alle hier. Weil vielleicht brauchen wir irgendwas, was uns dann fehlt. Hey, da ist eine Zahl. 043 711. Glaubst du, dass das was zu bedeuten hat?
Ne, die ändern sich auch nicht, die Zahlen. Na, vielleicht. Vielleicht sagt das was aus. Ich wollte nämlich auch noch vorher in den Cyberspace eindringen. Da ist auch noch sein. Was ist das für ein Grove? Delta. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie Lesebrillen. Infrarot-Nachtsichtgerät. Ah, das hatte ich noch gar nicht. Cool, jetzt kann ich auch in der Nacht sehen. Braucht sicher urviel Strom. Mehr. Ah, das geht auch. Da können wir hin. Also die abgebrochenen Hebel korrelieren nicht zwangsläufig mit der Erreichbarkeit der Groves. Das muss ich mir merken. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesucht, oder? Gehen wir noch mal da lang. Da ist auch nichts. Was da war, keine Ahnung, außer ein Haufen Leichen. Ich schalte mal da ab. Ach so. Ist eh wurscht, es wäre eh gleich ab sonst selbst abgegangen. Da waren wir auch überall, oder? Nirgends. Wahrscheinlich. Na gut. Ich speichere nochmal. Dann treten wir ein in den Rochus. Oh Scheiße! Ah, jetzt schon. Das heißt, ich brauche ein Medipack. Das müssen wir schnell. Siehst du, ich kann gar nicht so schnell. Was will. Wie lange das braucht? Ich kann mich nicht so schnell bewegen. Das ist das Problem. So, ich hau mir jetzt drei rein. Scheiß mir gar nichts. Ist mir nichts. Wir müssten den ausschalten, bevor wir sterben. So, das hätten wir mal. Da ist eine Mine, schnell ausweichen. So, das war ein Hund. Mal schauen, ob wir da irgendwas Nützliches zum Upgraden finden. Integrität. Recht integer waren wir ja noch nie. Durch Eisabwehr. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz begriffen. Da ist ein Lutscher. Da ist ein Schalter, oder? Das ist ein Schalter. Schaltknoten. Lagerraum geöffnet. Ah, Diegos persönlicher Lagerraum. Und da ist ein Lutscher. Funknotendaten. Zerstört. Was kann ich dafür? Gut, dann gehen wir da lang. Oder? Da ist doch ein Pfeil. Will ich nicht noch mehr Integrität, bitte? Ah, persönliche Integrität hergestellt. So, da ist ein Pfeil. Aha, der zeigt uns nichts. Wir müssen weiter rauf. Und da ist eine Mine. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ah! Scheißdreck. Sehr verwirrend ist das, wenn man nur Drahtgittermodelle vor Augen hat. Das ist bisher der komplexeste Cyberspace. Sieht man die ganzen Räume daneben? Ist das auch eine Mine? Oh ja. Oh, die schießen schon wieder. Na! Verdammt. Okay. Energie könnte ich auch gebrauchen. Jetzt müssen wir da nochmal hin und dann so schnell wie möglich reagieren. Aber das ist nicht leicht, weil die kleinste Mausbewegung und ich verreiße sofort die Steuerung.
Und das Problem ist, es ist irrsinnig schwammig. Ich weiß nicht, ob das man das besser hinbekommt, aber ich schieß schon mal. So, den hätte ich. Noch einer? Da ist noch einer. Und den habe ich auch. Ich glaube, das waren sie. Zumindest für den Raum hier. Datenobjekt, sehr gut. Was ist das? Cyberschild. Was ich nämlich auch glaube, ist, dass das schwieriger ist, als es normalerweise sein müsste. Nämlich, wenn man einen schnelleren Computer hat, als damals antizipiert. Würde ich mir sagen lassen. Hey, was ist das? Ich habe nur mehr 3 Minuten. Wieso? Gut, dann gehen wir da lang. 3 Minuten. Was hat den Timer jetzt getriggert? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Gott. Geh weg, schierer Bär. Ist das der Ausgang? Kontrollebene. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist geschützt. Wir sollten ein bisschen weitermachen, glaube ich. 2 Minuten 30. Das ist wieder so ein Spießrautenlauf. Oh. Nein. Die erste Mine hätten wir umgangen. Neue Netzintegrität, sehr gut. Oh, was ist denn das für ein Riesenviech? Schau dir das an. Habe ich es zerstört? Aufzug in Biozone geöffnet. Beta? Ah! Ich bin in die Mine eingedrungen. Was ist das? Spielmodule, das kannst du behalten. Wie gesagt, ich bin nicht zum Spielen hier. Was haben wir da? Ein Bohrer? Rückrufsoftware brauche ich jetzt nicht. Schau noch da nochmal. Aufzug ist schon geöffnet. Dann hauen wir ab. Oder? Da ging es glaube ich noch weiter.